Also der Plan ist jetzt folgender: Wir machen jetzt Diablo 4 Season 2 Event Boss Farming, weil ihr habt ja hier immer diesen grünen Bereich, das ist ja die Bluternte, hier ist der Boss markiert und ich glaube, es ist aktuell buggy, weil jedes Mal, weil es kann ja jeder den Boss jetzt mehrfach rufen und was ich da so gesehen habe, kommt da gigantisch viel Loot raus. Also wir haben jetzt hier, hast du die... Nein, bitte lag nicht. Oh mein Gott, ey, dieser Server. So. Also hier hast du ja diese Podeste und wenn du die Podeste aktivierst, na so, ich habe hier 50, du brauchst 50 von diesen Blutdingern und jetzt spawnen hier so Abbilder von uns, also diese Generäle. Und die besiegen wir. Oh, wir haben jetzt die Asche, der Battle Pass funktioniert auch mal. So, Level Up ist schon dabei. Blutköder gleich wieder alles schön mit ein sacken, die Schlüssel mit einsacken. So, die Vampire. Dann schauen wir mal. Ach du Scheiße, wer macht denn hier so viel Damage? Das muss ich sein. Das sind auch hier diese Effekte, was ihr immer seht. Das ist die Blutmap, ne? Das ist komplett. Hier, jetzt sind sie da. Also die hier. Yo, holy shit. So, gleich mal alles zusammengezogen. Gleich alles weggeburnt. So. Und wenn die dann jetzt sterben. Sobald sie das tun. So, Legendary, Legendary. So muss das sein. Gleich mal hier zwei Legendaries gelootet. Und jetzt kannst du die einfach wieder aktivieren, wenn die halt wieder ready sind, ne? Oh, da ist noch einer. Wirst du stehen bleiben, du Bengel? Ah, Stunlock. So. Legendary. 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 Das heißt also, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben jetzt 5 Legendaries gelootet. Nur anhand von denen. Und jetzt kannst du das wieder aktivieren. Ja, also da oben ist noch ein Legendary, das haben wir übersehen. Also es sind sogar Stiefel. Es sind noch zwei Legendaries hier. So. Und jetzt gehst du hin. Eben mit diesen Blutdingern. Und einfach die nächste Runde aktivieren. Das heißt also, wenn du, das ist natürlich in der Gruppe, weil es dauert ja, bis du das hast, aber es profitiert halt die ganze Gruppe. Und in der Gruppe ist es jetzt halt genau so, dass wieder der nächste das einfach wieder aktiviert. Hier, aktiviert, aktiviert, aktiviert. Und jetzt kommt das gleiche wieder. Das Event läuft eine Stunde, somit kannst du hier. Wenn da jeder praktisch 150 eine Gruppe öffnen kann, mal 4, machst du 4 Durchläufe, hast ein komplettes Inventar voll mit den ganzen Legendaries. Wird garantiert genervt, weil die Droprate viel zu hoch ist. Und dann, weil du ja 4, 5 Durchläufe machst, hast du parallel schon wieder so viel Blutköder, dass du es einfach wieder triggern kannst. Also Gruppenspiel ist in der Season ein mega Vorteil. Ja, wir gehen jetzt hier raus. Ich schmeiß hier mal schon die blauen Items weg, damit wir nämlich dann gleich den Platz haben für die nächsten Legendaries. Und parallel müssten wir auch unglaublich viel von denen kriegen, dass wir auch unsere EP, also unsere vampirischen Fähigkeiten zusätzlich aufwerten können, weil das deckst du ja auch mit. Also, so. Das ist mal für das Vorgestern. So sieht's aus. Da, Legendary, zwei neue. Mal Beinschutz. Was haben wir hier? Oh, hier oben sind zwei. Okay. Jetzt kommen wir dann langsam in die heiße Phase. Hier ist noch zwei Legendaries. Mit Halsketten.
So, haben wir noch? Ich habe 54. Ich beschwöre noch einen. Hier, einen brauchen wir noch. Dann kommt der nächste Reihe. Und fertig. Und dann sind wir eh voll. Also XP-technisch glaube ich, gibt das Event nicht so viel. Wenn das Ganze jetzt natürlich auf Weltstufe 4 machst, also dann im höheren Tier mit 100er Monstern, bin mir nicht sicher, wie hoch da die Farmquote ist, vielleicht auch für Unique-Items. Das hängt dann natürlich auch ein bisschen davon ab, wie hoch die Chance ist, dass da überhaupt Unique-Items droppen können. Aber im Endeffekt hast du eine komplette Überladung von legendären Items. Der beste Farmspot. Also bevor das nicht genervt ist, Event-Farming. Auf der einen Seite eben wegen den Attributen hier, wegen den Aufwertungen. Mega OP. Ist wirklich mega OP. Schon im Low-Level-Bereich mega OP. Aber halt in der Gruppe, weil du halt im Solo musst du 150 von die Blutköder farmen, um einmal den Boss zu aktivieren. Das ist halt krass. Perfekt. Geht immer, geht überall, mitmachen. Die ganzen kleinen Beschwörungen gleich alles skippen. Und der Vorteil ist halt, okay, gestorben, gestorben, gestorben. Das heißt, also wir haben hier wieder ein Legendary, wir haben hier wieder ein Legendary, diesmal einen Stab. Der Stab macht schon mal mehr Damage als den, den wir hatten. Mit einer Brustplatte. Wenn der down geht, müsste theoretisch auch noch ein Legendary kommen. Legendary sind sogar zwei. Das ist auf Ansage. Ich weiß nicht, was da wieder schief läuft. Das ist auf Ansage droppt's hier. Und dann brauchst du dir nur mehr die besten Sachen raussuchen. Hier, wieder Legendary. Nice. Level Up geht noch nebenbei. Jetzt ist die Frage, ob wir noch ein paar Blutköder haben. Wir haben jetzt hier wieder 24. Und dann kannst du schon wieder. Und jetzt ist hier oben noch 41. Also theoretisch, weil du das ja auch mitnehmen kannst. Wäre es auch möglich, dass du sagst, okay, jeder farmt mal irgendwie 200 von den Dingern. Oder 150. Eben, dann macht jeder mal eine komplette Runde auf. Danach droppt so viel, dass du wieder eine Runde aufmachen kannst, kannst du einfach am Stück X farmen. Ich habe jetzt leider nicht mehr genug. Wir haben jetzt hier 25, sonst müssten wir hier noch ein paar Gegner in der Umgebung killen. Dass wir halt dann als Gruppe wieder genügend haben. Dann kannst du es gleich nochmal aufmachen. Die Backte hier. Wichtig ist nur, damit wir das haben, das Layering. Also wenn ihr in der Gruppe seid, dann hast du natürlich auch den Vorteil, dass du wieder dorthin zurückkommst, wo du hin willst. Weil wenn du Solo spielst, das ist mir nämlich vorhin passiert, und du willst den Boss beschwören, du spielst Solo und du willst den Boss beschwören, also in diesem Dreieck hier, und du portest dich in die Stadt, weil du was verkaufst und portest dich wieder zurück, dann wirst du teilweise auf einen anderen Layer gesetzt und dann war das einfach umsonst. Weil dann ist der gesamte Fortschritt, den du dann erzielt hast, oder falls du es eben schon geöffnet hast, so wie hier schon zwei Open sind, die sind dann einfach weg. Also bei Solo müsst ihr bitte aufpassen, da müsst ihr das am Stück öffnen und nicht eben hier zwei öffnen und einfach mal wegporten, weil dann schaust du eiskalt ins Leere. Aber das ist der Tipp. Legendary ist wie gesagt am Fließband. Beste Spot aktuell, bis es genervt wird. Mal schauen, wie lange Blizzard braucht, um das zu hotfixen. Wird das in der Reihe gefarmt und fertig. Man könnte sich auch überlegen, hier natürlich noch diverse gelbe Gegenstände aufzuklauben, weil die könnten natürlich auch die Chance haben, hier vom Gegenstandsstufenwert höher. Wenn ihr in den höheren Level seid, also WT3 und 4, wird sowieso alles gelbe automatisch gedisst und dann, jo, bist du super dabei. Also, Bluternte, Boss farmen und das Ganze in der Gruppe. Discord ist verlinkt. Geht in den Discord, sucht euch eine Gruppe, farmt eine Stunde, fertig. Sache erledigt.